Herzlich willkommen bei der ersten bundesweiten netzpolitischen Konferenz der Linken. Mein Name ist Halina Wawziniak. Ich bin die netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke. Die Konferenz hier wird veranstaltet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und von der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Und ich will mit etwas anfangen, was normalerweise am Ende immer kommt. Das finde ich ungerecht, deswegen fange ich damit an. Ich will nämlich all denjenigen danken, die hier inhaltlich und organisatorisch diese Konferenz ermöglicht haben. Das kommt immer am Ende und deswegen, genau. Diesen Beifall haben sich die Organisatoren ausdrücklich verdient. Die Netzpolitik in der Linken ist nimmt noch nicht ganz den Raum ein, den ich und einige andere sich vielleicht wünschen würden, aber es geht voran. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren bedeutende Fortschritte gemacht. Wir sind auch unerschrocken und wollen weiterarbeiten. Und deswegen bin ich ganz froh, hier auch verkünden zu können, dass ich gestern im schönsten Bürgerbüro der Welt, das ist nämlich meins, die Bundesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik der Linken gegründet hat, sodass auch an dieser Stelle wir weiter an diesem Themengebiet arbeiten wollen. Die Linke, das ist vielleicht hier zumindest bekannt, aber sonst nicht, hat das Zugangserschwerungsgesetz von Anfang an abgelehnt. Wir streiten für ein freies und unzensiertes Internet für alle. Wir haben als Bundestagsfraktion dem Hohen Haus, wie es immer so schön heißt, viele Anträge vorgelegt. Wir haben in der Enquete Internet und digitale Gesellschaft intensiv gearbeitet. Wir haben in den Verfahrensablauf einen Gesetzentwurf eingereicht zur gesetzlichen Festschreibung der Netzneutralität. Und die Fraktion hat, ich habe es eben schon angedeutet, um dem Themenschwerpunkt Netzpolitik mehr Gewicht zu verleihen, mich zur netzpolitischen Sprecherin gewählt. Ich gehe davon aus, dass die das nicht wortwörtlich mit dem Gewicht gemeint haben. Wir selbst haben innerhalb der Partei mit einem Papier, zu dem unter anderem Petra Sitte und Bodo Ramelow beigetragen haben, einen Diskurs zur Frage Internet und digitale Gesellschaft angestoßen. Es finden sich ein paar Formulierungen in dem Leitantrag, der demnächst beschlossen wird, also das Programm. Der Leitantrag ist das Programm der Partei Die Linke. Wir wollen heute, und deswegen freuen wir uns, dass es doch so zahlreich hier Menschen erschienen sind, die Konferenz durchführen. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir viele namhafte Expertinnen und Experten hier begrüßen können. Wenn ich jetzt keine Namen nenne, dann hat das was damit zu tun, dass, wenn ich sie alle vorstellen würde und dazu noch was sagen würde, die Expertinnen und Experten heute nicht mehr zu Wort kommen würden. Deswegen lasse ich das einfach. Mit dem Titel Netz für alle wollen wir besonders der Frage nachgehen, wie linke Politik die Möglichkeiten des Internets tatsächlich für alle Menschen fördern und sichern kann. Und da muss man dann auch die Eigentumsfrage stellen, nämlich wem gehören die Netze? Und man muss die Frage stellen, ob privatwirtschaftlich betriebene Netze reguliert werden müssen, um sie frei für alle und offen zu halten. Es geht heute um die Veränderung der Arbeitswelt, um Datenschutz, das Phänomen digitaler Spaltung, Informationsfreiheit und vieles, vieles mehr. Ich will aus aktuellem Anlass 2 Dinge sagen. Das erste ist, noch bis zum 6. Oktober läuft die Online-Petition beim Deutschen Bundestag gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ich gehe davon aus, dass alle, die hier sitzen, diese Online-Petition bereits mitgezeichnet haben. Wenn nicht, wir haben ja hier ein WLAN. Das Kennwort ist übrigens BetaHaus09!!! Ja, das war jetzt der Aufmerksamkeitstest. Dann kann man das jetzt sofort oder im Laufe des Tages nachholen. Es wäre jedenfalls ausgesprochen schön, wenn diese Online-Petition auch hier und heute noch viele Unterschriften bekommen würde. Die SPD hat jetzt ein Positionspapier zur Vorratsdatenspeicherung vorgelegt, in dem es lediglich um die Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung nach bürgerrechtlichen Kriterien geht. Das ist typisch SPD, weil eine bürgerrechtskonforme Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung ist zumindest nach meiner Auffassung nicht möglich. Die Linke lehnt deshalb die Vorratsdatenspeicherung, das haben wir mehrmals deutlich gemacht, an sich ab. Wir fordern die Rücknahme der EU-Richtlinie, damit sozusagen in Europa selbst die Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht zur Anwendung kommt. Der 2. Punkt, auf den ich hinweisen möchte, Berlin ist eine schöne Stadt und es lohnt sich auch, nächste Woche nach Berlin zu kommen.
Nächste Woche ist die Demonstration Freiheit statt Angst, die große Bürgerrechtsdemonstration. Und es würde mich sehr freuen, wenn alle die, die heute da sind, noch mindestens 5 Leute mitbringen und dann nächste Woche auch wieder da sind. Also insofern heute mindestens 2 Aufgaben, Online-Petitionen unterschreiben und Leute mobilisieren für die Demonstration Freiheit statt Angst. Ich freue mich auf eine spannende Konferenz, aufschlussreiche Diskussionen, tolle Ergebnisse. Und würde jetzt Bodo Ramelow für den Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Begrüßung kurz das Wort geben. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, im Namen und im Auftrag des Vorstandes der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der zurzeit gerade wenige Meter von hier entfernt tagt, darf ich euch auf dem ersten netzpolitischen Kongress unserer Fraktion und Stiftung begrüßen. Wir haben uns entschlossen, in dieser Form des Kongresses einzusteigen, damit wir, und das ist entstanden aus der Diskussion um unseren Programmentwurf, damit wir Diskussionsprozesse nicht nur reduziert auf das Programm der Partei Die Linke, aber im ganzen Spektrum der gesellschaftlichen Linken wir Diskussionsprozesse bekommen, damit wir uns Fundamente schaffen, wie wir mit dem Netz umgehen wollen. Das Netz selber, das ist meine These, ist nicht rot, ist nicht grün, ist nicht blau, ist nicht gelb, sondern es ist ein das aber auch tückische Nebenwirkungen haben kann, das machtpolitisch eingesetzt wird und das zurzeit gesellschaftsverändernd Wirkungen entfaltet. Also wenn man sich anschaut, was im Maghreb passiert und die entsprechenden Despoten meinen, den Strom abstellen zu müssen, damit die Kommunikation unter jungen Leuten unterbunden wird, sieht man, dass offenkundig mit Smartphones und mit einfach zu handhabenden Zugängen zum Netz eben doch Dinge passieren, die machtpolitisch auch Säulen der Macht in Frage stellen können. Umgekehrt erleben wir, dass Medien und Verlagshäuser ähnlich versuchen, den Zugriff darauf zu kriegen, indem sie eben Urheberrechte, die eigentlich die kreative Leistung von Menschen, also denen, die eigentlich mal die kreative Leistung geschaffen haben, deren Schutz organisieren sollte, mutiert nun zu einem Schutz des Verwertungsrechts von Verlagshäusern. Alleine diese Diskussion sollte auch unter uns und muss auch unter uns geführt werden, wie schützen wir kreative Leistung, sodass derjenige, der etwas beiträgt, auch direkt davon eine Entlohnung erfährt und nicht über Umwege von Statthaltern und Platzhaltern, die dann das Verwertungsrecht sich sichern. Wir erleben gerade das Beispiel der WAZ Mediengruppe, ein großer Veränderungsprozess. Ich komme aus Thüringen, alle 3 Thüringer Tageszeitungen gehören der WAZ Mediengruppe. Die verändern gerade ihr inneres Ablaufprozedere, sodass die Ostthüringer Zeitung und die Thüringer Allgemeine mittlerweile eine gemeinsame Redaktion für die Hauptseiten hat. Und man erlebt, dass aus einem Verlagshaus auf einmal 70% der gedruckten Tageszeitungen direkt redaktionell beeinflusst werden und die letzte nicht dazugehörende Zeitung, das Freie Wort und die Südthüringer Zeitung, im Druckhaus der WAZ Mediengruppe gedruckt wird. Das heißt, es bleibt nur noch die Zeitung mit den großen Buchstaben bei uns in Thüringen übrig, die nicht direkt zu WAZ oder nicht zu den Druckmaschinen der WAZ gehört. Darüber versucht man Politik zu machen. Gestern kann man besichtigen eine ganze Seite Schmutz- und Schmähkritik über meine Person vom Chefredakteur herausgegeben. Und das soll zeigen, wie frei die Presse ist. In Wirklichkeit entnehme ich es als Drohkulisse, die eingesetzt wird, weil bestimmte Tendenzen der politischen Auseinandersetzung nicht gewollt werden. Die Thüringer Blockzentrale hat es gewagt, zu hinterfragen, ob die Auflagen, die die WAZ selber bekannt gibt, ob die stimmen. Das Ergebnis ist, dass die Blockzentrale jetzt eine Unterlassungsverfügung bzw. Post von der WAZ per Rechtsanwalt bekommen hat. Daran sieht man, wie sozusagen auch im Kleingedruckten die Dinge auf einmal zu einer machtpolitischen Frage werden. Deswegen glaube ich, dass wir tatsächlich die Frage Urheberrecht aus der Sicht der Nutzer betrachten sollten oder müssten. Ich weiß, dass es dort heftige, strittige Debatten in der Community gibt. Diese müssen wir durchdringen und uns zu einem Lösungsansatz verständigen. Und eine zweite Geschichte: Wie verändert es
gesellschaftliche Massenorganisation mit dem Projekt, mit dem Netz als Projekt umzugehen. Wir neigen noch, also unsere Partei neigt noch sehr dazu, auf gedrucktem Papier und vielleicht mit dem Element einer Mailingliste, also das löst nur die Faxliste gerade ab, per One-Way-Kommunikation umzugehen. Das Ergebnis ist, dass das natürlich ein derart langsamer Prozess ist, dass es eben keine gemeinsame Auseinandersetzungs- und Debattenebene gibt. Wir haben deswegen unser Projekt dazwischen gestartet, das ist die Linke Medienakademie, für die ich einfach den Werbeblock mache, weil die Linke Medienakademie soll das gesamte Thema der Modernisierung, Anwendung, wie wenden wir das Netz an, wie wollen wir uns auch zukunftstauglich machen, um genügend Menschen in die Lage zu versetzen, gleichberechtigt in dem Prozess an den Debatten auch teilhaben zu können. Deswegen haben wir die LIMA einmal als Hauptprojekt hier in Berlin implementiert und haben es jetzt auf die lokalen Ebene in die Länder geschickt. Also es ist jetzt auf dem Weg durch die Bundesrepublik als LIMA regional. Das sind alles Teile dessen, wie wir uns versuchen, mit dem Netz Instrumente selber zu verschaffen. Und deswegen ist es gut und wichtig und richtig, dass wir jetzt überlegen, was sind die Grundlagen der Netzpolitik für uns als Partei. Da ist einmal die Frage Zensur und Netzsperre. Dann ist die Frage, wie ist es mit Whistleblowing? Also was passiert da gerade und wie soll es im Keim erstickt werden? Und eine letzte Bemerkung, als Betroffener sage ich das auch, Handygate von Sachsen lässt grüßen. Was ist eigentlich, wenn du Obi, Baumarktbenutzer und Telefonierer per Handy bist und gegen Nazis demonstrierst? Dann passiert es dir in Sachsen, dass du durch die große neue elektronische Mühle gedreht wirst und alle Daten über dich erfasst werden. Das ist also die Frage sozusagen, wie dann auf einmal mit der Datenneutralität umgegangen wird, nämlich hochherrschaftlich nach sächsischer Art. Und wir haben es ja dann auch staatsrechtlich erlebt, nachdem die sächsische Kavallerie jetzt in Thüringen einmarschiert ist und das Büro von Lothar König einfach durchsucht hat, also dem Jugendpfarrer und der jungen Gemeinde aus Jena, haben wir so ein ungefähres Vorstellungsgefühl, was sozusagen an sächsischer Justiz abgearbeitet wird und wie die mit Daten umgehen, die einfach über eine Funkzelle abziehen. Das sind alles Themen, die zeigen, wie aktuell die Frage Netzpolitik ist und wie sehr es notwendig ist für eine demokratische Gesellschaft, dass das Netz für alle zugänglich sein muss. Barrierefrei, ländlicher Raum, langsames Internet, alles Themen, die uns sozusagen auch auf der lokalen Ebene tangieren. Dagegen muss man sozusagen Positionen aufbauen und umgekehrt die industrielle Nutzung von Großkonzernen, die jetzt den Zugriff auf das Netz für sich verdeutlichen, auch da muss man klare Positionen beziehen. Ich erhoffe mir, dass das auf der Konferenz als Themen uns so auch aufbereitet wird, damit wir Handlungsorientierung kriegen, wie wir auch in den Parlamenten damit umgehen sollten. Letzte Bemerkung beim Thema Jugendzensur, Staatsvertrag, Jugendmedienstaatsvertrag, waren wir über eine lange Strecke ziemlich blauäugig. Ich sage wir. Ich weiß zwar, wie ich mich dazu verhalten habe, aber ich weiß, wie in meiner Fraktion die Menschen, die gar keine Ahnung haben, eigentlich der Meinung waren, also da muss man doch irgendwas unternehmen. Man hört irgendwie was ganz Böses und dann kommt so die Frage, naja, das kann man doch anders machen. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung darum gezeigt hat, wie dringend notwendig das Einmaleins der Netzpolitik für uns alle geworden ist. Und dafür danke ich, dass ihr hier seid, dass die Diskussion stattfindet und dass wir damit auch so ein Stück Push in die Strukturen der Stiftung, der Partei und der Landtags- und Bundestagsfraktionen bekommen, damit wir wissen, wie wir uns zu dem Thema aufstellen. Herzlich willkommen.